Niemand weiß, ob Gott eine Frau oder ein Mann ist. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, der erste Mensch war ein Mann. Und die Frau wurde aus seiner Rippe erschaffen. Wer begründete die Philosophie? Wer entdeckte fremde Kontinente? Wer erfand den Buchdruck? Männer und das Automobil, die Glühbirne, selbst die Waschmaschine. Alles Männer. Ah, ich glaube, Männer sind wieder ein bisschen selbstbewusster geworden. Und wenn es heisst, Weib, bring mir das Bier. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Ist das gut? Dass es nicht mehr gibt? Ja, das ist gut, dass es das nicht mehr gibt. Selbstbewusstsein ist etwas anderes. Ein wahrer Mann. Ja, das ist aber noch schwierig zu sagen. Kommt darauf an, was man unter wahr versteht. Also, muss er wahrhaftig sein? Muss er sehr ehrlich sein? Offen? Oder ist das so ein Symbol, der wahre Mann? Er muss einen großen Schwanz haben. Und ja, ich meine, alle die Männer, die vom halt einfach Playboy quasi zum Frauversteher werden, das ist für mich halt einfach so erwachsen werden. Also er schätzt seine Frau. Macht er das nicht? Doch, aber nicht immer. Eben in jeglicher Situation, Momente, wie auch immer. Ja, wo die Männer sind, Männer, die an Konzert gehen, die Party machen, die Spass haben, die mit Kollegen viel machen und ja. So Bruder. Ja, genau. Bruder von Ludo. Richtig. Ladies first. Ja, so eine. So eine. Hallo. Eben halt nicht so ein Fernsehbild von so einem schönen Superbub, sondern einer, der ein bisschen Dreck vertreibt und auch mal ein bisschen mag auf den Putz hauen und. Ja. Wahre Männer, ist das mit Haas oder mit A-E-R-E, die wahre Männer? Nein. Aha. Aha. Richtig. Und eigentlich finden Frauen, soviel ich weiß, Machos noch toll. Und ich finde eigentlich so einen richtigen Mann, der gut verkörpert ist, weiß, was er will, Kraft ausdrückt, väterliche Wärme, Sicherheit, etwas Tolles. Aber ich finde auch Männer toll, die fein sind, die schwach sind, die können der romantische Jüngling. Also ich habe kein fixes Bild, das wechselt je nach Situation. Und warum? Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist eine schwierige Frage. Frauen stehen auf Männer, die pünktlich sind. Er muss wissen, was er will. Er muss wissen, was die Frau will. Und er muss einen geilen Oberkörper haben. Es gibt verschiedene Interpretationsarten, oder? Also der eine, der findet das männlich, der andere Frauen zum Beispiel, die haben ein ganz anderes Bild von den Männern, wie wir Männer selber untereinander. Also ein wahrer Mann, das ist für mich nicht ein Macho-Mann, das ist für mich kein wahrer Mann. Also ein wahrer Mann ist für mich ein ehrlicher Mann, ein interessierter Mann, der auch Interesse hat an Kultur, an Politik, an tolle Diskussionen und der zuverlässig ist und lieb. Ein wahrer Mann, was ein wahrer Mann ist, eins mit Herz. Für mich sind wahre Männer kräftig, aggressive Männer, das sind Männer. Ein wahrer Mann, ein der Charakter hat. Okay, danke. Ein wahrer Mann. Ja, das müssen wir selber wissen. Ein wahrer Mann, das ist vielleicht, wie sehen Leute, die mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Ein vrai homme. C'est quelqu'un qui donne du plaisir à des femmes. C'est ça, un vrai homme. Ah, c'est vrai, c'est ça. Hein. C'est nous. C'est nous, hein. C'est nous. Hey, un vrai homme, c'est ça. Oh. Schwierig. Schwierig. Kann ich nicht sagen. Ein wahrer Mann. Ein wahrer Mann, oh Jesus Gott, die Fragen, alle Fragen. Wenn ich das wüsste. Das ist so eine Klischee-Frage, wahre Mann, wahre Frau. Also ein wahrer Mann ist für mich einfach authentisch und hat weibliche Seiten sowohl als traditionell männliche Seiten. Was gehört dir? Wenn er zu den Gefühlen steht, die er hat. Ein, der nett ist, der einen beschützt, der, weiß auch nicht, halt, was man so, weiß auch nicht.
Mit viel Ausdruck und Intelligenz. Persönlichkeit, die sofort überzeugt. Un vrai homme? Oui. Vous appelez quoi par vrai homme? Bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui est attentionné, qui est gentil et qui fait bien l'amour. Ok, merci beaucoup. Gross muss es sein. Sehr gross. Nicht sehr gross, aber gross. Selbstbewusst. ja. Was ist von dir, Warma? Ja, ich weiß auch nicht. Also, nicht ein Angeber, aber eine gute Ausstrahlung. Ich glaube, wenn er einfach er selber ist. Dankeschön. Können Sie uns vielleicht mal vielleicht erzählen, wie haben Sie ihn denn bemerkt? Weil ich ihn kennengelernt habe. Ja, ich habe in einem Laden geschafft und er hat dann all da seine Zeitung dort gekauft. Was hat er gemacht? So haben wir uns kennengelernt. Oder? Gutmütig, lieb, eben so spontan auch. Kein Wunder also, dass sich manchmal auch Männer in Männer verlieben. Ein kleines Chromosom. Aber es macht den großen Unterschied. Sagen wir doch mal, wie es ist. Männer sind einfach die tolleren Menschen. Männer.